Danke. Ich schreibe. Fahren Sie Nazi. Ich gebe dir gleich Deutsch. Sorry. Ich habe die wie ein, ja, blau-grüne Augen, so helle Augen. Boah. Katastrophe bei mir. Ich. Finde ich mal. Ich bin krass. Heirate Inge. Tonja, heirate Pascal. Ja, Mann. Wenn er schöne Augen hat, direkt. Schatz, ich bin sehr schön. Krass, krass. Hi. Geht oder nicht geht, was? Filter auf 35. Ja. Jetzt seht ihr meine Augenringe. Ab heute mein Name Pascal. Krass. Ich habe so krasse Augenringe, das ist nicht mehr normal. Ich habe von meiner Mutter heute Live-Verbot bekommen, Leute. Live-Verbot. Wisst ihr warum? Die sagt, Leute. Also, dass ich mich zum Clown mache, so, die versteht das nicht, warum man live geht, so. Die denkt, das wäre voll schlimm und so. Gestern, ich war live, die kommt in mein Zimmer rein, die stellt sich hier hin und liest irgendwelche Kommentare durch. Dann sagt die so, warum sagst du so viel über dich? Sag doch nicht, dies, das. Ich so, Mama, chill, das ist doch nur TikTok, so. Dann kommt jeder rein, so. Dann hat sie sich halt drüber aufgeregt und auf den Kinder ohne Eltern, auf den so dieses... Cracky, so ist die, die gehen live. Ich soll nicht mehr live gehen und palabra. Hab mir eine Jacke gekauft. Ja, Mann, krass. Aber sie hat recht. Nein, wenn meine Töchter wäre, hätte ich TikTok gelöscht, ehrlich. Was meinst du? Ich meine, was ist daran so schlimm, wenn man live geht, so, hey? Als ob das so was Schlimmes wäre. Prinzip, was für Prinzip. Dieser Dennis ist voll korrekt, er legt die ganze Zeit meinen TikTok, also mein Live. Ich liebe dir. Alles daran schlimm, Pech. Wenn es schlimm ist, wieso bist du in meinem Live drin? Dann geh raus. Und gut ist, nicht gut, viele machen Auge oder ziehen in den... Ja, aber dafür kann ich ja nichts. Nein, ich kann kein Persisch lesen. Weißt du was? Nein. Read me. Einen Moment. Das ist ja gar nicht so geil. Aber es wird leider gehen. Was für Persisch, sagt Dali, die kommen mit Persisch, ich spreche Persisch. Ja, Jungs, lass sie doch mal, die Arme, ja. Ich mach gar nichts. Ich werd gehatet, weil ich live bin. Leute, hallo. Richtig Bock auf Weintraum, wir haben zu Hause sogar. Bisschen Simpen, das hat doch gar nichts mit Simpen zu tun, so. Gut. Komm mal runter. Beruhig dich. Spaß. Oh mein Gott. Bin schock. Wie krank schön. Danke. Dieses Shirt ist... Das ist von der Freundin. Werf mal einen rüber. Komm. Was für Simpen, gell? Was für Simpen. Lächeln. War Spaß, Cousin. Leute, ihr müsst mir alle folgen. Spaß. Danke. Warum seid ihr eigentlich noch wach? Ich meine, ich muss nicht arbeiten, aber
die anderen knapp 70 Leute müsst ihr nicht in die Schule. Ella, Date auch. Wieso bist du wach? Ich bin nach Hause gekommen vorhin. Mach das. Du hast jetzt deine Mama. Sie schläft. Letztes Mal warst du drin, als sie da war. Jetzt schläft sie. Arbeit in 6 Stunden, dann geh schlafen. Geh doch schlafen, Bro. Aufwecken. Ja, ich wecke meine Mutter für dich auf. Sag Live-Tag. Die hat dich vorhin drauf drüber aufgeregt. Sie ist kranke jung aus. Ja. Aber ich bin 19. Ich werde dieses Jahr 20. Aber sie auch wie ein Baby. Sag mal, ich hab kein Insta mehr. Ich habe mein Insta deaktiviert. Aber ich schieße auf Insta genauso wie hier. Hast du dieses Handy? Nein, habe ich nicht hinbekommen. I'm sorry. War zu schwer. Was heißt Handy? Das war eine SIM-Karte. Sag mal Snap-Plan. Ich habe auch keinen Snap-Plan. Ich hasse Menschen, die so reden, so dieses mit Lan, Moruk, so, hey, ich bin 19, keine Schmerzen, warum Schmerzen? Sag mal Trikolan, als Maulan, sportlich gemeint, TikTok, hi. Ja, Mann, läuft, ne? Ja. Das Ding ist, als Mädchen ist es so schwierig, Freunde zu haben oder generell sich mit Leuten gut zu verstehen. Ich bin heute draußen gewesen und eine Freundin sagt zu mir, dass sie mal in einer anderen Stadt, beziehungsweise so Stadtteil war, bei uns in der Umgebung. Und ich war da noch nie. Ich kenne da keinen, was soll ich dahin? Die sagt so, dass irgendwelche Mädchen über mich reden. Und ich denke mir so, wieso muss man reden? Ich kenne dich nicht. Ich wusste nicht mal, dass diese Menschen existieren. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Such dir deutsche Freundin. Und die reden einfach über mich. Wo ich mir denke, Bro, ich wusste nicht mal, dass du existierst. Wieso redest du? So was, so ein Abfuck. So Menschen, die über einen reden, die man nicht weiß, dass es die gibt. Ja, Tauern bist du immer. Pass am halt die Fresse. Das hat keiner gesagt. Ja, kurz Bollywood-Fame. So. What do you mean? Oh, wow. Ich mache eigene Musik, Leute. Haltet euch die Ohren zu.